Hier muss ich euch absetzen, Leute. Vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben. Servus. Wiedersehen. Können Sie uns bitte ein Stück mitnehmen? Kann ich. Setzt euch hinten auf das Bett. Ja, kommst du. Nimm Platz. Setzt ihr auch schön bequem? Ja, alles in Ordnung. Da kann ich nur sagen, sehr witzig. Wie kann man nur gleich so beleidigt sein? Man wird doch noch mal einen Hebel verwechseln dürfen zum Donnerwetter noch mal. Donnern will er auch. Lassen Sie sich nicht einfallen, uns jetzt noch mit Donner zu erschrecken. Setzt euch wieder Alter. Hin. Der kommt sich wohl wie der liebe Gott vor. Scheint so. Das Gebäude ist die Arbeitsvermittlung. Sehr freundlich, danke vielmals. Die Arbeitsvermittlung. Freut mich. Fahrer, sieh dir mal das Auto an. Warum so aufgeregt? Nee, guten Morgen. Guten Morgen. Was kann ich für Sie tun? Wir hätten gern einen Job. Und welche Art Arbeit würde Ihnen Freude machen? Keine, wenn Sie so fragen. Was Sie da haben, Mrs. Es ist so, bis auf $6 sind wir abgebrannt, nicht wahr, Olli? Es stimmt aber. Nehmen Sie bitte Platz. Ich werde mich Ihnen sofort widmen. Danke vielmals. Arbeitsvermittlung Sterling, bitte. Lassen Sie doch auf, wo Sie hinfallen. Hallo? Ja, ich warte. Arbeitsvermittlung Sterling, bitte. Wer? Ja. Geben Sie schon ja, Ruhe. Ja, schön im Bilde. Jetzt weiß ich Bescheid. Oh, guten Morgen, Mrs. Vanderbilt. Ich bin in einer scheußlichen Verlegenheit im Moment. Ich gebe heute Abend einer Gesellschaft und mein Diener-Ehepaar ist plötzlich auf und davon. Könnten Sie mir bitte schnellstens ein Ersatzpaar besorgen? Bedauere, im Moment habe ich keins auf der Liste, aber ich will Sie gern vormerken. Bevorzugen Sie lediges Personal oder Verheiratetes? Am liebsten hätte ich wieder ein Ehepaar. Gut, Mrs. Vanderbilt, sobald in der Art was reinkommt, verständige ich Sie. Danke. Dafür bin ich da. Ein Jammer, dass du keine Frau bist, sonst hätten wir jetzt eine gute Stellung gehabt. Ist was?
Verzeihung bitte, Madame. Ich hatte den Eindruck, dass ein verheiratetes Ehepaar gebraucht wird. Ja, kennen Sie ein Diener-Ehepaar? Sogar eins, das frei und für diese Arbeit wie geschaffen ist. Sogar frei ist ja wunderbar. Ich kann es Ihnen sofort besorgen, wenn nicht noch früher. Fabelhaft, da bin ich Ihnen wirklich sehr dankbar. Bitte bei der Adresse melden. Danke, Madame. Sie sind wirklich eine Schmucksache. Sehr freundlich. Komm, Sam, komm. Wiedersehen. Wiedersehen. Na los, eine Schmucksache. Was soll das wieder, Olli? Wir kennen kein Diener-Ehepaar. Also ich kaum. Nein, du nicht. Aber ich kenne eins. Du bist auch eine Schmucksache. Wem du? Vorwärts. Ah, perfekt, meine Liebe. Sieh mal an, was du alles kannst, wenn du musst. Karl Köpfchen hat wieder seinen liebenswürdigen Tag. Oh, was ich fragen wollte, hat sich schon ein Butler-Ehepaar gemeldet? Ach, nein, natürlich nicht, Liebling. Personal ist heutzutage knapp. Oh, Wichtigkeit, Täubchen. Wenn du wirklich niemanden bekommst, dann baust du eben ein kaltes Buffet auf. Hm? Bemühe dich nicht, ich gehe schon. Sind Sie der Chef, Butler? Ich bin Mr. Vanderbilt. Oh, verzeihen. Meine Frau und ich kommen von der Stellenvermittlung. Ah ja, sehr schön. Wir sind das größte Butlerpaar, das zurzeit vermittelt wird. Mhm. Den Eindruck habe ich allerdings. Bitte kommen Sie herein. Sehr gütig. Geh vor, Schatz. Kommen Sie mit. Liebling, unser neues Butler-Ehepaar. Meine Frau, Mrs. Vanderbilt. Sie übertreffen alle meine Erwartungen. Findest du nicht auch, Anthony, dass diese Person eigenartig aussieht? Glauben Sie, auf die Schnelle bekommen Sie Greta Garbo? Die verwendet ganz gewiss nicht so viel Sorgfalt auf ihr Make-up wie sie. Sie will nur andeuten, dass wir im Augenblick momentan waren. Und da hat die Dame von der Vermittlung zugegriffen. Vielleicht sind Sie tüchtiger als wir denken. Alte Besen kehren ja besonders. Selber Besen. Also sehr gerne nehme ich sie nicht. Ruf Pierre. Wie ist denn Ihr Name? Mein Name ist Olli. Und das ist Stella. Mir ist was geplatzt. Im Betriebsunfall, ein kleiner, Gott sei Dank. Sie haben geklatscht, Madame? Ja, Pierre. Die beiden sind unsere neuen Butler. Bonjour. Zeigen Sie ihnen Ihr Zimmer und weisen Sie die beiden ein. Mais oui, Madame. Komm mit, Chérie. Ich darf wohl vorgehen. Sehr gut, bitte. Der Betriebsunfall. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl bei uns, oder kann ich etwas für Sie tun? Bitte behalten Sie doch Platz, Bob, bitte. Das alte Leid. Richtig. Es gibt doch wirklich Ausnahmen. In diesem Hause waren die Butler immer vorbildlich. Danke, ich verzichte. Danke, nein. Nein, ist das entzückend. Also ich bin wirklich gerührt. Sie können sich gar nicht... Nein, vielen Dank. Ich werde ein Priver. Ich war schon ganz verzweifelt. Danke, ich hat die Vermittlung doch in letzter Minute schön, diese Frau und den Mann geschickt. Ah! Trampel. Oh, nein, so was Ungeschicktes. Was ist denn passiert, Leo? Hm. So was Ungeschicktes. Moment, Sie sitzen auf meinen Brötchen. Tatschen Sie mich nicht an, Sie Person! Kommt, Leute, macht, macht! Die Suppe muss ganz schnell weg! Alles andere ist zu empfehlen! Der scheint ja ein Original zu sein. Aber seine Frau nicht mehr. Wir beide unterhalten uns noch. Sie sind ja ein Wüstling. Ich weiß schon, was Sie wollen. Bitte um dienstliche Anweisungen. Schaffen Sie die Cocktails in die Küche. Sie sind doch halb voll. Dann machen Sie sie leer. Das werden Sie ja wohl noch zu Wege bringen.
Bitte schön. Alles mal setzen. Dass ja keiner auf die Idee kommt, etwas schon anzufangen, Leute. Es wird auf die Dame des Hauses gewartet. Sie muss sich umziehen, weil sie sich bekleckert hat. Herr Chef, wie habe ich das gemacht? Ich bin empört. Die Sitzordnung ist idiotisch. Immer auf die Kleinen, immer auf meine Kosten. Ich habe euch alle falsch gesetzt, meinte er. Er will, dass ihr durcheinander sitzt. Bunte Reihe will er haben. Moment, halten Sie sich da raus. Sie da drüben, Sie kommen hierher. Hier auf den Stuhl. Aber bringen Sie Ihr Gedeck mit. Und Sie gehen auf seinen Platz. Nehmen Sie Ihr Zeug mit. Gut, sehr brav. Aber ich lasse mir nicht ein zweites Mal meine Arbeit pfuschen. Sie bringen bloß alles durcheinander. Sie setzen sich darüber, bitte das Gedeck mitnehmen. Und Sie gehen darüber, aber nehmen Sie die Teller und Gläser mit. Sie bitte darüber, aber nehmen Sie die Sachen mit. Und Sie kommen hier auf den Platz. Sie nehmen Ihre Klamotten und setzen sich da vorne auf den Platz. Was ist das für rüpelhafte Anweisung? Sie bitte nicht in meine Arbeit einmischen. Sie haben schon genug Unheil gestiftet. Und der von da drüben kommt ein und Sie nehmen hier Platz. Setzen. Nein. Sie haben da nichts zu suchen. Sie kommen hierher. Bringen Sie alles mit. Die sitzen völlig falsch mit, denn Sie gehören da drüben. Ein Momentchen dazwischen. Sie jetzt erstmal schön hinsetzen. Zum Funken haben wir jetzt gar keine Zeit. So, hier schön brav hinsetzen. Nein, bleiben Sie stehen. Sie kommen dahin und Sie da. Aber alles mitnehmen. Darüber, Madam. Dankeschön. Los, Bewegung, Herrschaften. Sie, die ganze Party ist gemein. Sie sollen schön hinsetzen. Lassen Sie mich da auch mal zu Worte kommen. Der Herr geht darüber, die Dame geht hier rüber. Sie setzen sich dahin. Noch ein. Und Sie halten den Mund. Geschmeckt mitnehmen, der junge Mann. Nein, nicht dahin. Kinder, macht es einem schwer. Es ist doch so einfach. Die mit dem langen Kleid dahin, der mit dem engen Smoking hier. Sie mit dem dicken Busen. Sie setzen sich hierher. Es wird doch nicht gegessen. Sie hierher. Stehen Sie wieder auf. Sie passen nicht dahin. Nicht Sie. Die Frau mit den Falken hinsetzen, Chef. Mich nervös. Stopp! Jetzt werde ich die Sache in die Hand nehmen. Das fehlte noch, damit die Leute nie zur Stuhle kommen. Sie gehen darüber. Sie setzen sich hier hin. Mit Gedeck. Sie setzen sich da ans Ende hin. An das. Nein. Sie setzen sich gleich hier hin und Sie da ganz hinten. Noch weiter. Der Herr mit dem offenen Schnürsenkel geht auf den Platz und der kleine Radieschenschlepper da auf den. Gut so. Der Kerl. Sie sollen da zur Stuhle kommen. Sie müssen immer dazwischen reden. Und Sie nehmen in der Mitte Platz. Für die Oma habe ich den Stuhl reserviert. So ist es fein. Ach, wenn Sie so freundlich werden. Jetzt stellt sich jeder dahin, wo er gerade sitzt. Umgekehrt. Also ich bin Langstreckenrekord gelaufen. Darf ich folgen? Bringen Sie den Salat rein, aber dass mir keine Soße rankommt. Servieren Sie ihn ohne alles. Ohne alles? Sonst richtet sie nur wieder Unheil an. Wir gehen doch nie wieder raus, solche Flecke. Der Lustmolch will, dass ich ohne alles serviere. Wie kommst du darauf? Er hat verlangt, dass ich den Salat ohne alles serviere. Wenn er daran Vergnügen hat, dann servier ohne alles. Aber zieh wenigstens Unterwäsche an, sonst fliegt unser Schwindel auf. Was ist denn mit Mr. Vanderbilt? Was ist denn nun wieder? Die Hausfrau, Mrs. Vanderbilt, ist in Ohnmacht gefallen. Ich habe doch eine Party, auf der was los ist. Jetzt wird Tabula Rasa gemacht. Mr. Vanderbilt! Ist gefährlich hier. Die entwischen mir nicht. Maxton, komm bloß raus hier. Na, wartet, ihr zwei. Sind Sie verrückt geworden? Wie leicht hätte das ins Auge gehen können? Dieses saubere Pärchen hat mich ganz durcheinander gebracht. Man darf doch nicht einfach auf Menschen schießen. Um ein Haar hätten Sie mich auf dem Gewissen gehabt. Tut mir leid. Du.
Warte, leih mir mal deinen Besen. Sitzen wir wieder auf der Straße. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass wir mal in der Gosse landen. Was haben wir mal für Rosinen im Kopf gehabt? Wir sind doch auch nicht untüchtiger als unsere Mitmenschen, aber wir kommen niemals auf einen grünen Zweig. Das muss doch einmal anders werden. Ich wundere mich gar nicht darüber, Olli. Sieh mal, wir haben keine Schulbildung und wir haben nie etwas gelernt. Es musste eines Tages ja so kommen. Stimmt, sowas rächt sich. Das konnte man sich an den Fingern abzählen. Wenn wir zur Schule gehen würden wie andere Menschen, würden wir vielleicht noch lesen lernen und rechnen. Und wenn wir uns große Mühe geben, vielleicht sogar schreiben. Möglich wäre es noch. So viel würdest du uns zutrauen? Mir schon. Das bisschen Lesen und Schreiben könnte ich schaffen. Rechnen würde mir schwerfallen. Ausgerechnet rechnen? Ausrechnen. Es ist doch so, 2 und 2 macht irgendwas und 4 und 4 macht irgendwas. Leider nicht dasselbe, dann wär's leicht. Das ist aber auch schon höhere Mathematik. Siehst du, das Wort ist auch viel geeigneter für die Sache. Ich kann auch nicht lesen und schreiben, aber ich bin gebildet. Tut das weh? Dir schon. Wenn wir heute mit unserer Arbeit fertig sind, dann besuchen wir die Abendschule. Besuchen können wir sie ja. Zu blöd, dass uns der Gedanke nicht schon früher gekommen ist. Ja. Schalen wirft man nicht auf den Bürgersteig. Doch, ich muss ja nachher was zu fegen. Vielen Dank, dass Sie so schnell hier waren. Bedanken Sie sich nicht bei uns, bedanken Sie sich bei diesen 2 Gentlemen. Gentlemen, Sie haben uns einen Dienst erwiesen, den wir Ihnen nie vergessen werden. Sie haben uns $100,000 gerettet. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen?
Tja, ich weiß nicht, Sir. Wie wäre es mit einer Stellung in unserer Bank? Das ist sehr, sehr freundlich, Sir, aber wir würden Ihr Vertrauen nicht rechtfertigen. Wissen Sie, wir sind nämlich nie zur Schule gegangen. Nicht wahr, Stan? Nein, wir sind dumm wie ein alter Schuh, nicht wahr, Olli? Wir bedauern das. Und um es abzuändern, wollen wir die Abendschule besuchen. Ihr seid sozusagen ungeschliffene Diamanten. Es ist schön, dass ihr in eurem Alter noch voller Ehrgeiz steckt. Wenn ihr wirklich etwas lernen wollt, werden wir uns nicht lumpen lassen und eure Ausbildung bezahlen. Was haltet ihr davon? Was hältst du davon? Vielleicht können wir von dem Geld sogar studieren, Olli. Das machen wir. Endlich kommen welche, die noch älter sind als wir. Frechheit. Die Jungs sollen nicht billig zu ihrem Einstand kommen. Denk dir was aus. Uns wird schon was einfallen. Hör zu. Die werden von uns nach allen Regeln der Kunst hochgenommen. Wir fangen mit dem Labyrinth an. Sehr in Ordnung. Das ist nun also Oxford. Ja, Olli, und hier wird hart studiert. Hm? Entschuldigt, Kommilitonen, habt ihr euch nicht in der Uni geirrt? Wir sind doch hier in Oxford, oder? Sicher, aber ihr seid wie Eton Boys gekleidet. In unserem Alter muss man sich schon etwas auf Jugendlich zurecht. Muss ich gleich jedem auf die Nase binden, dass wir schon über 50 sind? Wen soll das wohl interessieren? Glaubst du, dass das einer von den Kollimetonen wissen will? Ich weiß, wie das ist, wenn man irgendwo neu hinkommt. Falls ich irgendwas für euch tun kann, verfügt über mich. Sehr freundlich, danke vielmals. Zunächst würden wir gern den Pauker unsere Aufwartung machen. Sie meinen den Dekan. Wenn ihr irgendetwas wissen wollt, haltet euch nur an mich. Sehr freundlich. Das nehmen wir dankbar. Moment, Kommilitonen. Seid ihr schon angemeldet? Angemeldet? Wer zum Dekan will, braucht eine Anmeldung. Und wo bekommt man die? Im Fakultätssekretariat. Wo ist das nun wieder? Ich zeig's Ihnen. Da drüben. Sehen Sie den Parkeingang dort? Ja. Schön. Durch den Eingang geht ihr. Dann müsst ihr euch rechts halten und dann gleich wieder links. Danach müsst ihr rechts weitergehen und nach ein paar Metern gleich wieder rechts. Und wenn ihr den rechten Weg gefunden habt, dann bleibt ihr auf dem rechten Weg, bis ihr an eine Linksabbiegung kommt. Dort geht ihr scharf rechts rum, bleibt aber auf der linken Seite. Also rechts einbiegen und links halten. Mhm. Es klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber wenn ihr euch rechts links haltet, kann nichts schiefgehen. Ich bin im Bild. Das hättet ihr also. Wenn ihr nun zum Ausgang kommt, das heißt zur anderen Seite des Parkes, seht ihr ein Schild mit einer Hand. Die weist zum Sekretariat. Weist die Hand nur nach links oder rechts? So wie sie zeigt, ist jeder Irrtum ausgeschlossen. Darf ich noch mal wiederholen, Kommi? Wir gehen nach links, bleiben aber auf der rechten Seite. Ich habe alles genau behalten. Hier drin. Hier oben ist es aufgespeichert. Vielen Dank für die Auskunft. Wir kommen sofort wieder zurück. Ja, also bis gleich. Wenn es recht ist, warte ich. Das wäre furchtbar nett. Wir beeilen uns. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich wünsche guten Erfolg. Grüßt schön. Gleichfalls. So was Hilfsbereites findet man selber. Das habe ich sofort erkannt. So eins hat eben Menschenkenntnis, nicht wahr? Ach, denk mal an. Ja, die hatte ich schon im Kinderwagen. Ich bin ein Frühentwickler, musst du wissen. Ein Wunderkind also. Sozusagen. Zieh doch nicht so. Nein, jetzt linksrum. Linksrum. Nur wieder rechts. Wieder rechts. Links. Nun links. Jetzt wieder rechts. Wieder rechts.
lass uns mal abwechseln. Weißt du, dass wir die ganze Zeit im Kreis herumgelaufen sind? Ach. Soll ich dir etwas sagen? Und? Ich schätze, wir sind einmal falsch abgebogen. Was meinst du mit falsch abgebogen? Wir sind einmal nach links gegangen, meine ich, statt nach rechts. Der Dingsbums hat extra gesagt, ihr müsst euch rechts halten und so fort. Komm, mach bitte nicht die Pferde scheu. Du wirst jetzt den linken Weg gehen und ich den rechten Weg. Und wer von uns den Ausgang zuerst findet, kommt zurück und holt den anderen. Einfach. Das ist eine fabelhafte Idee. Auf den Gedanken hättest du auch kommen können. Nein, ich bin ja noch dumm. Leider. Sag mal, was machen wir jetzt mit dem Schrankkoffer? Ob wir den hier stehen lassen können? Selbstverständlich nicht. Womöglich finden wir ihn nicht wieder, Stan. Also ich kann ihn nicht tragen. Dazu ist er zu schwer. Typisch. Bleibt mal wieder alles an mir hängen. Das kenne ich schon. Ich bin ja auch keine Kommilitonne. Hätten wir wenigstens auf den Rücken. Ich tue doch wirklich, was ich kann, Olden. Also los, schieb ihn rauf. Sagte doch. Hast du ihn, Olli? Hauptsache, ich krieg ihn richtig in den Griff. Du willst einen Griff haben, Olli? Ja. Moment, ich geb dir einen. Ich bin soweit. Hilf mir schon hoch. Dann wollen wir mal. Hoppsala. Ich habe ihn. Vergiss nicht, mich zu holen. Wenn ich ihn finde, heißt das. Mach's gut. Mach's gut, ist gut. Lass sie nicht fallen, es sind doch meine Sachen drin. Und vergiss mich nicht. Es wird mir schwer fallen. Ich bin hier! Wie kannst du hier sein, wenn ich hier bin? Also, Stan, wenn ich hier bin, bin ich hier, verdammt nochmal. Vielleicht kommst du bald und suchst mich. Gern, aber erst muss ich mich selber finden. Schließlich kann man nicht an zwei Stellen zugleich sein. Schön, dass wir uns wieder haben. Würdest du mir den Ausgang zeigen? Hier ist er. Scher dich zum Teufel, zeig mir, wie ich hier rauskomme. Wenn ich mich zum Teufel schere, kann ich ihn nicht zeigen. Eins geht. Ist los. Lauf immer, wie der Finger zeigt, aber schön an mir dranbleiben. Moment mal, wo hast du unsere beiden Taschen gelassen? Die sind oben auf dem Schrankkoffer drauf. Was denn, die habe ich die ganze Zeit auch noch geschleppt? Hilf mir absetzen. Olli, ich kann nicht mehr. Dann setz ab, zu nichts bist du zu gebrauchen. Ich bin todmüde. Au. Au. Kommst du zu meinem Taschentuch? Sehr aufmerksam, Olli.
Musst du mir das unentwegt wegnehmen? Du hast es mir doch vorhin selbst reingesteckt. Endlich den Unfug. Springst du auf wie von einer Tarantel gestochen? Ich habe plötzlich drei Hände. Setz dich hin. Jawohl. Du spinnst doch. Du bist den ganzen Tag im Kreis rumgelaufen und bist du völlig durcheinander. Sowas kommt von sowas. Du musst die Gehirnmauke haben. Du siehst schon Gespenster. Und jetzt lass mich bitte ein kleines Schläfchen machen. Ich soll eine Gehirnmauke haben? Hey, Olli, ich will dich ja nicht böse machen, aber die drei Hände sind wieder da gewesen. Ich habe nur zwei. Ist das ja heißt, kein Wunder, das kommt von den dicken schwarzen Zigarren. Die sind viel zu stark für dich. Glaubst du wirklich? Das kann ja nicht gesund sein. Hast du das gesehen? Sicher, aber es wundert mich nicht, wenn du so dicke Zigarren rauchst. Das hat mit der Zigarre überhaupt nichts zu tun. Sieh mal nach, was das war. Ich will gar nicht wissen, Keine Widerrede, sieh nach, was das war und sag mir Bescheid. Ich fürchte nicht. Kann ich keine Rücksicht nehmen, mach schon. Ich habe nichts Verdächtiges bemerkt. Wirst einen leichten Schwindelanfall gehabt haben. Du bist kreideweiß geworden. Stan! Hallo, Stan!
Was hast du? Komm schnell! Okay, ich bin schon... Lach mir doch nicht weg, Olli, verlass mich! Gib mir die Hand, halt dich geschlagen! Ein Schneemann im Sommer, die Welt wird immer verrückter! Wem sagst du das? Da haben wir uns was eingebrockt. Willkommen in Oxford. Weißt du was? Was? Der Lange, der uns beide hier reingeschickt hat, wollte sich über uns lustig machen. Ich sage dir, wenn der mir noch mal begegnen sollte, dann bekommt er eins auf die Nase. Kann ich dir nicht verdenken, Olli. Ich denke, du hast große Menschenkenntnis, war das nicht so? Hatte ich ja auch, aber bei dem hat sie versagt. Ach so. Solange ich lebe, werde ich nie mehr einem Menschen über den Weg trauen, das kannst du glauben. Das ist doch sicherer. Das war erst der Anfang, die sollen sich wundern. Wir müssen sie auf die Bühne bringen. Das werden wir auch. Das wär's. Wie findet ihr mich? Fabelhaft, die Ähnlichkeit mit dem Dekan ist verblüffend. Wird mich ein Mensch so wiedererkennen? Nein, Maske ist aber gar nichts gegen mich. Schnell, räumt den Tisch ab, Jungs. Sissel hat die beiden untergehalten. Sie kommen gleich raus. Weg mit den Utensilien. Das muss alles völlig normal sein. Alles rein mit dem Genau. Spiegel, mach doch von mir ein. Hilf euch doch. Der Dekan lässt bitten. Darf ich euer Spektabilis die beiden neuen Studenten aus Amerika vorstellen? Professor Rabbitsbottom, der Dekan unserer Fakultät. Das freut mich aber, Mr. Dekan. Na, Vergnügen ganz meinerseits. Das wäre Professor Punching Ball, Dr. Pickfoot und sein Bruder Oscar. Es ist mir eine Freude, zwei Staatsbürger aus dem Lande der unbegrenzten Möglichkeiten in Oxford willkommen zu heißen. Ich hoffe, dass unser Verhältnis ein gutes und erfreuliches sein wird. Wer bei uns studiert, möchte nie mehr damit aufhören, gemäß unserem Wahlspruch, es wollen selbst nicht Ochsen fort, von unserer Uni aus Oxford. In diesem Sinne herzlich willkommen. Mögen Sie sich schnell einleben und bei uns wohlfühlen. Gleichfalls, Mr. Dekan. Na schön. Sind wir dann soweit, dass wir die Studenten in ihr Quartier führen können? Ja, euer Spektakel. Wollen wir Sie jetzt musikalisch begrüßen? Achtung! Oh, he's a jolly good fellow, oh, he's a jolly good fellow, oh, he's a jolly good fellow, and so is all of us. Nach der Vorlesung habe ich noch eine Fakultätssitzung anberaumt. Ich brauche Sie heute Nachmittag. Oh, vielen Dank, Sir. Vielen Dank. Heute Abend rede ich pünktlich an, Sir. Oh, he's a jolly good fellow, oh, he's a jolly good fellow, oh, he's a jolly good fellow. So, Gentlemen, dies wäre eure Wohnung. Ich hoffe, dass ihr euch ganz wie zu Hause fühlt. Wir wünschen euch, wie es ihr Brauch ist, viel Vergnügen und toi, toi, toi! Wir haben hier gleich mächtig Eindruck geschunden. Siehst du, der Dekan ist ein Mann, dem man vertrauen darf. Das ist wahr. Ist ja eine tolle Bude. So eine hatten wir noch nie. Einmalig, spitze. Heimelig. Jetzt verstehe ich, dass Studenten gern studieren. Hier kann man sich wirklich wohlfühlen. Keine Fliegen und nichts. Die müssten nur mal ein bisschen Reklame machen. Für Oxford? Hm. Kein Mensch auf der Welt weiß, dass es dieses alberne Nest hier überhaupt gibt. Ich hätte einen Vorschlag. Sieh mal, die ganze Nacht haben wir nicht geschlafen. Ist überhaupt wahr? Das habe ich in der Aufregung gar nicht bemerkt. Ich weiß, was wir jetzt tun werden. Zuerst wird der Schrankkoffer ausgepackt und dann machen wir es uns gemütlich. Das wollte ich vorschlagen. Mann, ist das ein Leben. Also diese englischen Kollegen sind unübertroffen. Hier fühlt man sich wohl.
Ich fürchte, der kann das sein Schlafzimmer nicht wiedererkennen. Mix mir noch etwas Scharfes. Hey, Boys, verschwindet! Professor Williams kommt. Und der Nein. Hier können wir nicht mehr raus. Er ist schon in der Halle. Oh, in der Halle? Was kann uns hier schnell werden? Kommt hier weg. Wo wollen wir uns hier verstecken? Hinter dem Terrassengarten. Das hat uns noch gefehlt. Hast du das gehört? Natürlich, weswegen? Keine Ahnung. Geh raus, sieh nach. Es ist niemand zu sehen. Sicher hatten wir wieder einen Schwindelanfall. Was ist mit dem Schlummertrunk? Mix ich dir an. Du, Olli. Was ist nun wieder? Willst du noch einen Schlummertrunk haben? Bitte? Nur einen, aber... Das Sodawasser ist alle. Draußen steht welches. Schießt auch alle. So, und was macht man in einem solchen Fall? Man holt eine neue. Ausgezeichnet. Von allein drauf gekommen? Ich möchte mal wissen, wer der Weihnachtsmann da mit der Watte im Gesicht ist. Vielleicht unser Vorgänger, der hier vor uns gewohnt hat. Sicher hat er lebenslänglich. Der hat lebenslänglich? Studiert. Hey, du, Stan, hast du schon mal so ein Gesicht gesehen, außer vielleicht im Zoo? Ja. Wo? Im Affenhaus. So sieht er wirklich aus. Im Affenhaus ist gut. Hey, gib mir noch ein bisschen Sodawasser. Olli, wollen wir wetten, dass ich ihn ins Auge treffen kann? Das schaffst du nie im Leben. Die Wette gilt. Ah, daneben getroffen. Hast verloren. Gib mir mal die Flasche. Ich bin nämlich treffsicher. Das musst du erst noch beweisen, Olli. Das werde ich beweisen. Also? Was haben Sie in meiner Wohnung zu suchen? Na, Sie haben vielleicht einen Nerv. Wie kommen Sie darauf, dass das Ihre Wohnung ist? Das ist unsere Wohnung. Der Dekan hat uns selber eingewiesen. Ich bin der Dekan. Ein fieser Kerl. Wenn schon einer so lange studiert, blöder Hammel. Ich sagte, der ist eine Fälschung. Echt sieht er jedenfalls nicht aus, der dumme Zausel. Das kann ich nicht haben. Ich rate Ihnen, verlassen Sie sofort meine Wohnung. Weißt du, was mit dem los ist? Was? Der hat den gleichen Schwindelanfall wie wir. Ja, sehr richtig, ein Schwindeldekan. Genau das meine ich damit. Hinaus, verschwinde, Schwindelmeier, oder muss ich dir etwa erst Beine machen? Ich kann auch verdammt unangenehm werden. Jetzt ist mir Ihr auch Ihr Benehmen ist unerhört, das werde ich dem Rektor melden. Ich werde dafür sorgen, dass Sie relegiert werden. Revoluzzer. Ein schönes Wort. Das ist eine grobe Beleidigung des gesamten Lehrkörpers. Interessiert mich nicht dein Körper. Na.
Gott, das ist ja... Das ist ein Putsch! Das ist offener Aufruhr! Du bist gleich futsch! Wie wagen Sie, mit mir zu reden? Es ist an der Zeit, ihn aufzuklären! Verschämter! Passen Sie mich nicht an! Das wird Ihnen! Jenkins, befreien Sie mich von diesem Wahnsinnigen! Ich lasse Sie einsperren! Du warst schon viel zu lange auf dieser Universität! Kannst du anders Frau Holle spielen? Was bedeutet das nun wieder? Das wirst du gleich merken, du Schwindler. Der Kerl schleicht sich hier ein, Mr. Dekan, und macht Budenzauber. Er ist mitten in unsere schöne Party geplatzt, nicht, Olli? Was geht hier eigentlich vor? Hey, Sie, Dekan, sagen Sie es ihm. Dekan, ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich das bin. Von dir lassen wir uns nun nicht verkohlen. Er hat uns gesagt, dass er der Dekan ist, und er hat uns hier die Wohnung angewiesen. Du bist Zeuge. Olli sagt die Wahrheit, so ist es. Ist es so, Johnson? Ja, Sir. Jetzt guckst du ganz schön dumm aus dem Kleid. Für solche Späße bist du... Silenzium! Sie fliegen allesamt raus. Sie sind mir schon lange ein Dorn im Auge. Zu lange. Das ist das schändlichste Benehmen, das die Universität Oxford je erlebt hat. Sie werden sich morgen bei mir melden. Verlassen Sie die Wohnung. Verräter, Petzer. Anschwärzer. Jenkins. Ja, Sir. Helfen Sie beim Kofferpacken und zeigen Sie den beiden Ihr Quartier. Geht in Ordnung, Professor. Kommt. Aber machen Sie schnell. Was wird mein Vater sagen, wenn er hört, dass ich rausgeschmissen werde? Sei unbesorgt. Sie können nicht gegen uns auch sagen, Sie werden morgen nicht mehr hier sein. Für Denunzianten ist nun mal kein Platz in Oxford. So ist es, jawohl. Machen uns nur Scherereien. Solche Kommilitonen sind unser unwürdig, die gehören nicht nach Oxford. Uns gehen und ziehen. Mein Alter, das gehört nicht. Ich weiß, was Sie noch alles anstellen. Hier bitte, Gentlemen, das ist Ihre Wohnung. Meredith, der Butler, wird sich gleich um Sie und Ihr Gepäck kümmern. Sie werden sich hier bestimmt wohlfühlen. Danke für Ihre Hilfe. Wiedersehen. Guten Tag. Was willst du? Auch gegen die Bude kann man nichts sagen. Olli, ich habe was entdeckt. Was? Schau, wir sind nur so weit von zu Hause weg. Das hätten wir zu Fuß in der... Ja, bitte? Guten Tag, Gentlemen. Ich bin Meredith. Ich bin Mr. Hardy und das ist mein Freund Mr. Laurel. Freut mich, Mr. Hardy. Freut mich, Mr. Laurel. Eure Lordschaft! Ihr werdet euch bestimmt an mich erinnern. Ich bin Meredith. Ich habe mich doch früher immer zu eurer Zufriedenheit bedient. Das soll auch wieder so ein Spaß sein. Machen Sie es nur nicht so spannend. Wir haben Sie doch noch nie im Leben gesehen. Es ist zu dumm. Ich habe Sie jedenfalls noch nie gesehen. Ich bitte um Vergebung. Entschuldigen, eure Lordschaft. Ihr müsstet euch aber meiner erinnern. Es ist ein Jammer, ein echter Jammer. Was ist ein Jammer, ein echter? Das ist eine ziemlich traurige Geschichte. Es war damals ein schwerer Schlag für Oxford. Es war zu der Zeit, Sir, ich meine, seine Lordschaft war damals der allergrößte Athlet und der beste Student, der jemals in Oxford ausgebildet wurde. Und dann dieser ungewöhnliche Esprit, dieser hohe Geist. Und Sie sind wirklich der Überzeugung, dass er der Student ist, den Sie im Auge haben? Ja, natürlich. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so sicher gewesen. Der hohe Geist. Was glauben Sie, wie lange ich den Hohen Geist kenne? Das ist der Allerdümmste, den es jemals gegeben hat. Na, tue ich dir etwa Unrecht? Nein, du tust recht, das stimmt. Deswegen bin ich überhaupt hier. Ich begreife, dass Sie lachen, aber die Sache liegt anders. Ich kann mich noch so an euer Lordschaft Unfall erinnern, als ob er gestern war. Was für ein Unfall. Hier in diesen vier Wänden war das. Um exakt zu sein, hier, an diesem gefährlichen Fenster. Eure Lordschaft hatten gerade Cambridge besiegt und standen hier an der Stelle, um die Ovationen der ganzen Studentenschaft entgegenzunehmen. Just in der Sekunde, als ich mit dem Tee und den Kipfeln erschien, kam das Fenster in Fahrt und sauste auf euer Lordschaft armes Hinterköpfchen. Als ihr viel später wieder zu euch kamt, hattet ihr das Gedächtnis verloren und wurdet auf diesem Gelände nie mehr gesehen. Kein Mensch hat danach je etwas von euch gehört. Ihr wart mit einem Mal verschollen. Verzeihen Sie, dass ich so offen spreche, aber es sieht ganz so aus, als ob Sie spinnen. Oh, das ist noch milder ausgedrückt. Er hat nicht alle Latten am Zaun, er hat eine Meise unterm Pony. Ach, wenn nur euer Lordschaft Gedächtnis zurückkäme. Aber euer Lordschaft hat bestimmte Eigentümlichkeiten, an denen man euer Lordschaft ja erkennen kann. Was für Eigentümlichkeiten, hm? Euer Lordschaft hatte sogar eine ganz hervorstechende Eigenheit. Hatte ich? Mhm. Wenn ihr besonders zornig wart, das kam vor, dann habt ihr auf ungewöhnliche Weise mit beiden Ohren gewedelt. Und gekämpft habt ihr wie ein Berserker. Kommt mir alles sehr, sehr spanisch vor. Los, wedel mit den Ohren. Spanisch? Du sollst mit den Ohren wedeln.
Ich kann nicht mit den Uhren wedeln. Selbstverständlich nicht. Nein, wirklich nicht. Also Schluss mit der Spinnerei. Wir wollen das bitte ganz schnell vergessen. Kein Wort mehr davon. Wie Sie wünschen. Ich will nichts mehr davon. Wo bleibt deine Menschenkenntnis? Willst du nicht mal seinen Charakter deuten? Möglicherweise bin ich sogar eine Lordschaft. Deine Lordschaft? Schau, wir sind nur so weit von zu Hause weg. Olli, es kommt doch öfter vor, dass man eine Kleinigkeit verliert. Vielleicht ist es abhandengekommen, das Gedächtnis. Meins. Eins, zwei, drei, vier. Um uns zu rächen sind wir hier. Fünf, sechs. Was machen die? Keine Ahnung. Es wird euch der Prozess gemacht. Neun, zehn, elf, zwölf. Seht zu, dass euch ja. Was hat das zu bedeuten, Meredith? Das singen die Studenten, wenn sie sich an jemandem rächen wollen. Es ist so, wenn sich jemand gegen den Ehrenkodex der Studenten vergangen hat, dann geben sie nicht eher Ruhe, bis sie den Betreffenden mit Schimpf und Schande aus Oxford verjagt haben. Gegen den Kodex vergangen? Und mit Schimpf. Vier, drei, zwei, eins, die Rache gibt's entrinnen. Olli, die zeigen auf uns. Ach was, das ist wieder so ein Studentenulk. Oh nein, Sir. In diesem Punkt, da verstehen Sie keinen Spaß. Voll. Jetzt gibt's Cartoon. Was sagt ihr nun? Jetzt dazu, Freunde. Wir rücken ihn auf die Bude und lassen sie aus dem Fenster springen. Und wenn sie nicht springen, ziehen wir ihnen die Hose runter und werfen sie ganz einfach raus. Ja, aber hier ist das Fenster, sonst kann was passieren. Alle mal anfassen. Eins, zwei, sie meinen uns, du hast recht gehabt. Was machen wir hier nur? Wir müssen zusehen, dass wir rauskommen. Denn sind wir hier. Fünf, sechs, sieben, acht, euch der. Wo können wir uns verstecken? Klettern Sie zum Fenster raus, am Sims entlang ins andere Zimmer, dann sind Sie einigermaßen sicher. Einigermaßen ist gut. Halt, Olli, was machen wir denn jetzt mit unserem Koffer? Ich kann mich doch nicht um alles kümmern. Moment, eure Lordschaft. Zum Henker nochmal, warum lässt du das Fenster nicht reparieren? Es hat mich am Hinterkopf getroffen. Eure Lordschaft haben das Gedächtnis wieder erlangt. Ihr sagt wieder du zu mir. Was redest du für Unsinn? Ich hab dich von Anfang an geduzt. Wo bleibt mein Tee und meine Kipfel? Na, hol schon. Ach, das ist ein Wunder. Ein Wunder ist geschehen. Stehst du etwa unter Alkohol? Ich weiß nicht, Milord. Sieh nach, wer da ist. Ja, ich bin ja so auf froh. Mit dem Gejammer. Ja, Milord. Muss plötzlich den Verstand verloren haben. Fällt einem auf die Nerven. Da steht hier der Verräter. Was ist das für eine infame Unterstellung? Du weißt sehr gut, warum wir kommen. Los, die Hosen runter, verdammter Verräter. Du bleibst keinen Tag länger in Oxford. Ich soll mich meiner Beinkleider entledigen, in Gegenwart meines Butlers? Allerdings, du elender Denunziant, du! Bitte wiederholen Sie die Bemerkung. Elender Denunziant! Meredith, verwahre mein Taschentuch. Ja, Milord. Ich ersuche Sie, Gentlemen, sich sofort bei mir zu entschuldigen. Auch noch Größe warten. Ich habe doch nichts gesagt. Denunziant! Denunziant! Ich bewundere euer Lordschaft. Euer Lordschaft war ganz wie in alten Tagen. Das hat meinem Herzen richtig gut getan.
Ich habe an euer Lordschaft geglaubt. Nur keine plumpen Vertraulichkeiten. Stell alles wieder schön an seinen Platz und bring mir den Tee und die Kipfel. Sehr wohl, Milord. Der Magen könnte was vertragen. Was hast du dir dabei gedacht, ausgerechnet mich aus dem Fenster zu werfen? Was ist dir Begehr? Meredith, ist dir dieses Individuum bekannt, das nicht für nötig hält, den Hut abzunehmen? Du halbe Portion, du wagst es, mich auf den Arm zu nehmen, mich, deinen besten Freund? Vorsichtig, bitte vorsichtig, seine Lordschaft haben das Gedächtnis wieder erlangt. Reizen Sie nun nichts auf der Welt, sonst wird er gleich wieder gewalttätig zur Bestie. Ist es also ausgebrochen? Er ist wieder, wie er war. Meinen herzlichsten Glückwunsch. Tut mir leid, aber wir sind uns bisher nicht vorgestellt worden. Meredith, würdest du uns bitte offiziell vorstellen? Mr. Hardy, mein Chef Lord Paddington. Sehr erfreut. Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches, Mr. Hardy? Aber Stan, kennst du mich nicht mehr? Wie kommen Sie darauf? Ich kann mich nicht entsinnen, Sie jemals gesehen zu haben. Finden Sie Ihren Ton angebracht? Aber weißt du nicht mehr, Liebling, wir beide haben doch zusammen die Straße gekehrt. Wir sollten zusammen... Was erlauben Sie sich? Wie können Sie derartige Behauptungen aufstellen? Meredith, ich habe den Eindruck, dass der Gentleman gehen will. Und wenn er nicht gehen will, entferne ihn. Hier ist die Tür, Sir. Passen Sie mich nicht an, Sie Gartenzwerg. Ich weiß nicht, was ihr euch ausgedacht habt, aber das geht ein bisschen zu weit. Den Fußboden werde ich mit dir aufwischen, damit du es weißt. Hüten Sie Ihre Zunge. Von dieser Ohrenwedelei lasse ich mich nicht beeindrucken. Ich bin doch keine Untertasse. Gütig, Euer Lordschaft. Was gibt es heute? Tee, Euer Lordschaft. Der Dekan wünscht euch zu sprechen, Euer Lordschaft. So kommen Sie doch bitte herein. Treten Sie bitte näher. Es ist mir lieber, wenn Sie hier bleiben. Guten Morgen, guten Morgen. Morgen. Möchten Sie eine Tasse Tee mittrinken, Professor? Nein, danke, ich möchte nicht. Stellen Sie sich da wie Pik 7. Bringen Sie einen Stuhl. Mein Butler ist nicht besonders versiert. Er stellt sich noch recht dumm an. Wissen Sie, was er nicht im Kopf hat? Er setzt ja durch Körperumfang. Wundert mich, dass ihr den Mann ertragt. Ich bin ein friedfertiger Mensch. Ich lasse mich nicht so leicht inkommodieren. Dazu verfüge ich über Toleranz und wie sagte schon Shakespeare, der Weise aus Stratford, lasst dicke Männer um mich sein, sagte er. Tja, das ist nun allerdings nicht jedermanns Sache. Ich wollte Euer Lordschaft nur von ganzem Herzen gratulieren zu den vielen Trophäen, die Euer Lordschaft für Oxford eingeheimst haben. Ach, kleine Fische, Professor, nicht der Rede wert. Bitte darf ich für einen berühmten Kollegen um eine Gefälligkeit bitten. Selbstverständlich. Professor Einstein hegt plötzlich Zweifel an seiner Theorie. Ich hätte mich da gern zu seinem Fürsprecher gemacht. Er möchte Euer Lordschaft Rat einholen. Es wird mir ein Vergnügen sein, sagt das Mr. Einstein. Wann könnten Sie ein paar Minuten opfern? Da muss ich nachsehen. Dickerchen, reichen Sie mir den Terminkalender. Mal sehen, da wäre Montag besetzt, Dienstag ebenfalls. Es bliebe lediglich der Mittwoch. Sehr freundlich, Euer Lordschaft. Der Professor wird Euer Lordschaft außerordentlich dankbar sein. Dazu hat der Mann auch allen Grund. Diese Gelegenheit möchte ich benutzen, den Professor zum Essen zu bitten. Es gibt Kipfel und Tee. Ich will es gern ausrichten, Euer Lordschaft. Ich bedanke mich. Ganz meinerseits. Bitte legen Sie ihn weg. Dankeschön. Oh, das war wohl nichts, Dickerchen. Seit wann trinke ich warmes Wasser? Solche Brühe möchte ich nie wieder vorgesetzt kriegen. Sie fangen an, nachlässig zu werden, mein liebes Dickerchen. Einstein. Wenn dem das Fenster nicht auf den Kopf gefallen wäre, dann könnte er dich Einstein vom Bimstein unterscheiden. Ach, übrigens, was ich noch sagen wollte, Dickerchen... Leider ist mir aufgefallen, dass Sie in letzter Zeit sehr schlampig sind. Wie darf ich das verstehen? Wie soll ich sagen, Sie scheinen auf dem falschen Dampfer zu sein. Es mangelt Ihnen an Würde, Haltung und so weiter. Lassen Sie mich sehen, was es ist. Bitte ziehen Sie den Bauch ein. Schon besser. Nun versuchen Sie mal, die Schultern zurückzubiegen. So wirken Sie schon würdiger. Kinn hoch. Höher.
Nein, 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 beide Kähne, beide. Die ganze Doppelsache. Na, also schon viel besser. Nun laufen Sie mal im Zimmer rum. Da war noch was. Im Karree. Etwas flinker, flinker. Sämtliche Kähne bleiben oben. Was haben Sie wieder angerichtet, Sie Tollpatsch? Schluss jetzt, ich packe meine sieben Sachen. Spiel dich nicht so auf, ich will dir mal etwas sagen. Ich habe in meinem kleinen Finger mehr Verstand als du im ganzen Kadaver, mitsamt dem karierten Maulgrock. Sie sind überarbeitet, Sie müssten mal verreisen. Das verbitte ich mir, ja, mit dem Dickerchen kannst du mich hochbringen. Sie müssen zusehen, dass Sie ruhiger werden. Da kann man doch nur in die Luft gehen, ein Hochstapler bist du. Du kannst hier deine Lord Sauer kochen und deine Oxfords und deine Paddingtons und deine Einsteins und wie sie alle heißen. Wie kann man sich nur so unziemlich benehmen? Ich habe Ihnen helfen wollen, weil Sie in einer misslichen Lage waren. Das hat man von seiner Gutmütigkeit. Ich habe mich alles angefressen. Dieses Doppelkinn hat mich ein Vermögen gekostet. Nur kein Neid. Wer hat, der hat. Für einen Dienstboten sind Sie reichlich laut. Wie meinen Sohn habe ich den Menschen behandelt. Zu einem Gernekost nichts mehr zu schaffen haben. Ich nehme meinen Koffer und das erste Schiff nach Amerika. Aber ohne dich. Du warst sowieso nur Ballast. Und als Butler kannst du dir einen größeren Idioten suchen als mich. Aber den findest du nicht. Hey, Olli. Was ist noch? Wohin willst du? Zurück nach Amerika, wo ich hingehöre. Warte doch mal. Olli. Willst du mich denn nicht mitnehmen nach Amerika? Willst du mich Sam, einfach... du erkennst mich wieder? Warum soll ich dich nicht wiedererkennen? Hast du einen deiner Schwindelanfälle?